Moin moin und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal zu meinem Reiseblog. Ich bin heute unterwegs und erkunde ein paar Abschnitte des Jakobsweges, die an meiner Stadt vorbeilaufen. Und auf diesem Weg möchte ich euch auch ein kleines Produkt vorstellen, und zwar von Trek & Eat Rührei mit Zwiebeln. Viel Spaß! So, bevor wir uns das Produkt jetzt mal ein bisschen näher anschauen, möchte ich noch kurz erklären, wie ich dazu überhaupt gekommen bin. Kurz vor unserem Steinhuder Meerwandertrip brauchte ich noch dringend eine Gaskartusche, bin in den örtlichen Outdoorladen gegangen, habe mein Bargeld vergessen, Kartenzahlung war erst ab 10 Euro. Dann habe ich die Trek & Eat Produkte gesehen und dachte, das ist eine super Idee, da kann ich gleich noch ein Frühstück mit einkaufen. Als ich dann voller Stolz das meiner Frau zeigte, zeigte sie mir einen Vogel und hat gesagt, den Kram kannst du alleine essen. Und so blieb das gute Stück hier zu Hause. Und deswegen verköstigen wir das jetzt hier einfach mal alleine. Wir haben schon ganz viele Trek & Eat Produkte ausprobiert und auch durchaus für schmackhaft empfunden. Nur mit dehydriertem Ei habe ich wohl die Grenze meiner Frau überschritten, was Pulvernahrung angeht. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Als erstes schauen wir uns die Verpackung an. Wir haben hier 125 Gramm Inhalt mit einer Kilokalorienanzahl von 744. Und das ist schon eine ganze Menge. Im Vergleich dazu so ein Knorr-Produkt, diese Nudeltüten mit Soße, da habe ich neulich mal drauf geguckt, da hatten 100 Gramm Trockenmasse 125 Kilokalorien. Und wenn man das mal gegenrechnet, dann, ja, dann rechnet sich wieder der Preis. Ich habe für die Tüte 4,50 Euro bezahlt. Wie gesagt, war ein bisschen im Zugzwang, keine Zeit, musste die Gaskartusche kaufen. Aber schauen wir mal, was das geschmacklich taugt. Als erstes, hier oben ist eine praktische Aufreißleiste. Mal sehen. Also vom Geruch her schwer einzuordnen, irgendwie nach Ei und getrockneten Kräutern. Ich halte das mal in die Kamera, dass man das Ganze auch sieht. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen erkennen. Da drin soll noch eine Ampulle mit Öl sein. Die konnte man auch fühlen. Und jetzt ist sie hier in diesem ganzen Boost untergegangen. Schauen wir mal, ob ich sie finde. Also das ist ein bisschen unglücklich gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man hier erstmal, ich habe mich auch schon eingesaut, drin rumwühlen muss, um diese kleine Ampulle mit dem Öl zum Anbraten zu finden, die auch eingesaut ist. Nun gut, schauen wir mal weiter. Die Zutatenliste blende ich übrigens hier im Bild ein. Ihr könnt ja nochmal auf Stopp drücken, um euch das genauer durchzulesen. Zubereitet wird das Ganze mit 185 Milliliter kalten Wasser. Oh Gott, ich bin heute schon ganz schön lange unterwegs. 185 Milliliter kalten Wasser. Und dann soll das in eine heiße Pfanne mit dem Öl gegeben werden. Das finde ich übrigens auch ein bisschen unglücklich gelöst. 185 Milliliter kaltes Wasser. Hätte man da die Rezeptur nicht anpassen können, so auf gerade 200? Ich meine, wenn wir auf Trekkingtour sind, haben wir nicht unbedingt immer einen Messbecher mit dabei. Ich habe zwar hier die Nalgene-Flasche mit einer Skala, aber 185 Milliliter, das wird schwierig. Aber ich werde das mal so ein bisschen grob abschätzen. Wird wohl eher so auf 200 Milliliter rauslaufen. Das Ganze kommt jetzt erstmal hier in die Tüte. Gut. Dann gibt es hier noch
diese Ampulle. Achso, also die kann man übrigens, die hat keine Sollbruchstelle oder etwas ähnliches. Gut, daran soll es jetzt auch nicht mangeln. Dafür ist das Schweizer Messer ja da. Pöppel ab. Kunststofffitze hebe ich natürlich auf. Dann kommt das Ganze hier mal in die Pfanne. Also ich bin schon ziemlich gespannt, was das Ganze angeht. Ich bin auch sehr hungrig. Das war heute gar nicht geplant, dass die Wanderung so lang wird. Ich wollte eigentlich nur kurz ein bisschen raus und dann das Produkt vorstellen. Und irgendwie hat es mich dann geritten und ich habe eine Wegmarkierung von Jakobsweg in meiner Stadt gefunden und bin da einfach mal stumpf hinterhergelaufen. Und mittlerweile wird schon Abend und ich habe auch einen riesen Hunger. Also von daher lohnt sich das wenigstens. Übrigens, einen kleinen Tipp habe ich noch bei diesen Trek&Eat-Produkten. Die werden ganz oft als geschmacklich ja, sehr fad bezeichnet und so weiter. Das liegt oft daran, dass sich in diesen Knickfalten hier Pulver ansammelt. Und das wird dann nicht mit Wasser durchtränkt. Und das fehlt dann an der Würze. Also hier wirklich aufpassen, dass man auch die Ecken beim Durchkneten mit beachtet. Gut. Sieht ein bisschen aus wie Rührei im Hotel. Ich versuche das nochmal zu zeigen. Was übrigens in den Hotels auch oft fabriziert wird. Also da gibt es kein frisches Rührei, sondern da wird das auch entweder aus Trockenpulver oder in flüssiger Form schon aus dem Tetrapack angeboten. Von daher sollte mir der Geschmack gar nicht so fremd sein. Alles klar, das ist durchgeknetet. Und jetzt zünden wir mal den Kocher. Ich habe wieder mit dabei den Vago Hexagon und da drin steht ein Spirituskocher. Den werde ich jetzt mal kurz anheizen. Ja, der läuft. Nach Gebrauchsanweisung soll diese Eimasse dann in eine heiße Pfanne gegeben werden. Die ist jetzt eingeölt. Der Spirituskocher kommt in Gang. Da bin ich mal gespannt. Und jetzt bimmeln wir die Kirchen im Hintergrund. Ich hoffe, man hört das nicht so laut. Ich habe heute schon allerhand Kuriositäten gesehen. Und das Krasseste war ein Dudelsackspieler, der in einer Pause, als ich hier gerade am Langlaufen war, ankam und fragte, ob es mich stört, wenn er seinen Dudelsack auspackt und ein Lied spielt. Na gut, war übrigens sehr schön. So, die Pfanne hat Temperatur. Jetzt geben wir mal dieses Teufelsgebräu hier rein. Da bin ich echt mal gespannt. Die haben hier auch so ganz nützliche Klippverschlüsse, so dass man das Ganze wieder verschließen kann und sich dann den Rucksack nicht einsaut. Dafür die Finger. Und jetzt hoffe ich, der Spirituskocher gibt gleich mal Gas, denn ich habe Hunger. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, so unappetitlich sieht das gar nicht aus. Da sind kleine Tomatenstückchen mit drin, irgendwelche Kräuter. Ein paar kleine Klümpchen haben sich gebildet. Gut, vielleicht habe ich da auch nicht ordentlich umgerührt, das kann natürlich sein.
Nun gut. Ich melde mich nochmal, wenn es fertig ist. Okay, der Kocher gibt jetzt langsam mal ein bisschen Gas. Und man sieht, das Ei fängt schon an zu stocken. Es sieht wirklich aus wie Rührei. Ganz verrückte Geschichte. Ich empfehle hier übrigens eine beschichtete Pfanne für zu nehmen. Das ist wie zu Hause auch, wenn man Spiegelei macht oder so. Das ist einfach besser. Ich habe übrigens auch eine Vermutung, warum das Ganze so kalorienreich ist. Ich denke mal, das wird einmal an den Röstzwiebeln liegen, die ja in Fett ausgebacken sind und dadurch eine hohe Kalorienanzahl haben, und an dem Öl, was hier mit dabei ist. Weil normale Eier, also einfach nur so, sind natürlich nicht so kalorienreich. Und also vom Geruch her durchaus okay. Es ist nicht ganz vergleichbar mit frischen Eiern? Ich kann das auch ganz schwer sagen, also irgendwie schwer zu beschreiben. Aber nicht unappetitlich, sondern schon eher, das ist mein Essen, schon lecker. Und ein bisschen kommen die Kräuter durch. Ein bisschen Zwiebelaroma ist mit dabei. Also bisher kann ich nicht meckern. So, ich habe mein Frühstücksei gern ein bisschen schlotzig. Ich glaube, das sollte soweit reichen. Nochmal. Ja, gut. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob das Ganze auch schmeckt. So sieht das aus. Hab schon Schlimmeres gesehen. Kommen wir jetzt zum Geschmackstest. Also von der Konsistenz her ist das wie Rührei. Und geschmacklich auch. Das ist echt gut. Ehrlich gesagt, ich war selber ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Aber schmeckt die Zwiebeln. Die sind auch schön knackig. Nicht irgendwie verkocht oder so. Das ist sehr salzig. Also ja, das kann auch daran liegen, dass ich heute schon so lange unterwegs bin und noch nichts gegessen habe, da jetzt ein bisschen empfindlicher drauf reagiere. Cool. Kleine Tomatenstückchen mit drin. Es gibt nichts zu meckern. Also für Rührei, was ohne Kühlung haltbar ist, was man mit sich im Rucksack mitführen kann, wirklich eine super Sache. Gibt ja so Standard-Tracking-Gerichte. Und irgendwann hängen in so Müsli-Riegel, oder ich mag Müsli allgemein nicht so, zum Hals raus. Und dann nur zu essen, um sich Kalorien zuzuführen, ist so eine Sache. Und wenn man mal sowas mitnimmt,
ist das einfach eine Abwechslung. Und Essen hat ja auch was mit Genuss zu tun und nicht einfach nur mit dem, ich brauche Kalorien für die nächsten Kilometer. Also von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Trekken Eat, Rührei mit Zwiebeln, unheimlich lecker, gut gewürzt, von der Konsistenz her super. Einfach mal eine Abwechslung. Ich kann es nur weiterempfehlen. Und ich weiß, ja, der Preis, 4,50 Euro für Rührei, ist im Laden wahrscheinlich, wenn man ins Restaurant geht, teurer. Aber man muss sich ja nicht nur von sowas ernähren. Und wirklich mal als Abwechslung, wie ich schon gesagt habe, top Sache. Probiert es einfach aus, wenn ihr Bock habt. Und ich werde jetzt erstmal weiter essen, da müsst ihr mir nicht bald zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und viel Spaß beim Kochen. Auf Tour. Macht's gut. Euer Stefan von meinem Reiseblog.